Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Alien Isolations mit einer jetzt eine 20-minütigen Folge. Wo müssen wir hin? Ja, können wir noch mal hier hoch so und uns so ein bisschen umgucken. Ich meine, wenn wir schon das Alien nicht an der Backe haben. Ich glaube, das haben wir schon abgespielt einmal. Dann könnten wir auch einmal jetzt, wie geht's denn, mach ich? Ah, da mal das. Können uns jetzt mal hier in diese, jetzt fühle ich mich nämlich. Da kann ich hier nicht lang. Achso. Oh, jetzt gehen Weil ich finde, jetzt, wo wir das Alien nicht an der Backe haben, sollten wir uns noch mal wenig umsehen. Sind wir hier? Ach, hier. Ach, hier. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Aber ehrlich gesagt, wollte ich da auch nicht hin jetzt. Oh, die Musik, also die Geräusche, die sind immer... Kann ich da rüber? Nein, natürlich nicht. Na gut, dann gehen wir mal wieder runter. War nämlich total sinnlos, hier nicht reinzugehen. Aber ich dachte, es würde uns noch ein paar Gegenstände finden. Vielleicht finden wir auch noch ein paar Bauplanverbesserungen. Wir können in Räume rein, wo wir vorher noch nicht rein konnten. Trotzdem immer ein bisschen den Bewegungswert im Auge behalten. Tür ist abgeschaltet. Gut, da kann er also nicht lang. Na gut, dann lass uns mal hier ein bisschen noch. Jetzt, wie gesagt, wo wir das Alien nicht mehr an der Backe haben, können wir uns auch ein bisschen umsehen, weil bei dem Alien ging es ja nicht ganz so dolle, weil es kam ja so ein Schluss jetzt noch ständig. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt ist es weg. Hier müssen wir auch lang, glaube ich. Ja, vielleicht können wir jetzt sogar so durch diese verschlossene Tür da. Ja, können wir. Und ich schätze mal, wir gehen ja auch mal durch. Ich weiß nicht, ob wir es für später nochmal müssen, aber... Ich sag mir, andere Maustaste und drücken nach unten. Geh auf, genau. Jetzt befinden wir uns wieder in der Medizinstation, also in der Medic Station, wo wir ja das Medikit holen mussten. Ich glaube zumindest, dass das die Station ist. Kommen wir hier durch. Tür verschlossen noch. Hast du Schritte gehört? Irgendwie weiß ich nicht, weil aus dem Film haben die sich immer fortgepflanzt. Ich will also nicht ganz hier durch diesen. Nein, aber besonders ist hier auch nicht, oder? Wir können auch hier gucken. Kommt kein Alien. Einen Pflegebereich. Da genauer mal hin. Mal gucken wir uns da nochmal um. Weil ich finde jetzt, wo wir ein bisschen Zeit haben, könnten wir ja nochmal zurückgehen und da die Räume richtig intensiv untersuchen. Wenn ich mich nicht täusche, dürfte da jetzt auch nichts mehr rumlaufen, weil das Alien haben wir abgeschossen. Ich versuche mich jetzt eigentlich jetzt selbst zu beruhigen, weil ich habe jetzt... Es können natürlich auch Menschen noch hier sein, die sind natürlich feindlich. Androiden. Frame, die FPS. Mag das hier überhaupt nicht. Okay, hier brennt auch alles. Wir gehen
Ach, ist das... Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob es eine gute Idee war. Aber ja, hier sieht alles tot aus. Da waren wir, glaube ich, schon drinnen, ne? Ja. Dann könnten wir hier nochmal im Terminal zugreifen, weil wir konnten es auch damals nicht genau lesen. Das können wir jetzt alles schön machen. Also, Colonel Marshall Richtling, Dr. Morley. Es interessiert mich nicht, was Sie meinen. Unternehmen Sie müssen. Verschwinden Sie aus San Cristobal sofort. Sie wissen, was wir da drin aufgebaut haben. Und es tut mir wirklich leid, was das für die unverlegbaren Patienten dort bedeutet. Aber es geht nicht anders. Dies ist die letzte Warnung. Marshall Wells. Oh, klingt nicht sehr interessant. Morley, Neuigkeiten kurz. Morley, Sie müssen aus der Krankenstation raus. Wir haben Lager im Habitat-Turm aufgeschlagen. Die Menschen kämpfen um Vorräte. Es kommen mehr Verletzte zu uns, als dass wir Medikamente haben. Sie zu versorgen und mein Team ist, um es milde auszudrücken, sehr erschöpft. Ich weiß nicht, wie Sie die Abriegelung aufheben wollen, aber falls Sie Zugang zu San Cristobals Hauptstation brauchen, der Code lautet 2505. Lingard. Okay. Freigegeben. Verriegelung. Die St. Christopher Krankenstation wurde bis auf weiteres von den Colonel Marshalls abgeriegelt. Sebastopols Pflegeteam hat auf der Station verteilt Feldlazaretten aufgebaut, um die derzeitige Krise zu bewältigen. Standorte folgen. Marshall Wells. Fehler. Dr. Lingard, hier spricht Ransom. Erinnern Sie sich an mich? Ihr netter oberster Chef, okay, bei Seekson? Sie besuchen mich nicht, Sie rufen nie an. Sind wir etwa keine Freunde mehr? Naja, wir sind beide sehr beschäftigt und ich habe eh genügend andere Freunde. Das könnte er kopieren? Gehen er nicht lang? Einer von ihnen hat oder tut das jetzt nicht mehr? Marshall Waits bezüglich eines, wie soll ich sagen, interessanten Fundes angerufen haben. Ich will dabei sein. Keine Widerrede. Ich meine, wie viel weiß Waits wirklich über sie? Nicht so viel wie ihr alter Freund hier. Und ich könnte wetten, dass er eher weniger Verständnis für Schwarzmarkt-Sanitätsartikel hat. Bis bald dann, Doc. Mhm. So, jetzt gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Einfach, weil wir es können. Revolver-Munition, hier haben wir nämlich noch was. Wir suchen uns nämlich noch ein paar Materialien zusammen. Ich finde das ja recht nützlich eigentlich. Auch wenn es hier stockdunkel ist. Und ich ein bisschen Angst habe, dass wir hier sterben. So. Ist ein bisschen sehr dunkel, ne? Und hier waren wir ja schon drinne. Wo kamen wir denn? Ich laufe mal, um es ein bisschen zu provozieren. Vielleicht kommt da doch ein Xenomorph. Aber ich glaube, das tut's nicht. Wäre ja auch ein bisschen... Okay, wir sind hier auch hier irgendwo runtergefallen, glaube ich. Da können wir nicht ganz zurück. Egal, haben wir uns ein bisschen umgesehen. Leuchtfackel. Wie wär's denn damit, dass wir mal die wirklich benutzen auch? Wir können dann nämlich auch neue aufnehmen. Leucht. Ist nicht ganz so versch... Also Batterie... Lampenbatterie möchte ich eigentlich nicht von meiner Taschenlampe verballern. Aber wir könnten uns hier noch ein bisschen umsehen. Wir könnten ja die gleiche eigentlich mitnehmen. Ja, jetzt bin ich ein bisschen mutiger. Wir rennen jetzt in alte Levels, ein bisschen nicht ganz so interessant, aber...
das muss auch mal sein, ne? Also, haben wir die jetzt auch mitgenommen? So, schauen uns jetzt noch ein bisschen. Die Tür müsste ja aufgehen, ja. Hier noch um. Der sagt nichts. So, Schrott. Nehmen wir gleich mal alles mit. Ja, die Geräusche machen mir auch noch ein bisschen Angst, aber wir sollten auch nicht ganz so unvorsichtig werden. Da bin ich in den letzten Folgen sehr gewesen und wir haben da Signal. Oh. Ein Android, na super. Was haben wir denn? Eine Leuchtfackel. Na gut, das ist kein Alien. Dürfen wir uns hier nicht verraten? Geh weg. Spielt da jemand Spielchen mit? Nein. Wenn du mich herausziehst und mich umbringen willst, dann bist du tot, mein Freund. Ja, geh schön weg. Ich kann ihnen nicht helfen, wenn ich sie nicht finde. Du sollst mich auch nicht helfen. Du sollst mir nicht helfen, du sollst mich nicht finden. Ich werde in dir irgendwo anders erwartet. Sie können sich genauso gut wie jetzt. Dann geh doch! Zurück zu den aufgetragenen Aufgaben. Ja, verpiss dich. Komm, mach einen Abgang. Ach nee, er entscheidet sich nochmal zurückzukommen. Falls Sie diese Anlage in einem unannehmbaren Zustand vorfinden sollten, wenden Sie sich bitte an uns. Damit du mich umbringst? Ja, du bist mein witziger Freund. Du bist ein... Das ist ein Android, der Witze reißt. Nur Witze macht. November 2137. Ah, okay. Ich glaube, der verschwindet hier auch nicht aus dem Raum, ja? Wollen Sie mehr über Sebastian Pulsi? Nein, möchte ich nicht. Ich möchte, dass du jetzt aus dem Raum rausgehst und dich verabschiedest. Dann muss ich nämlich raus. Ja, okay, wir sind da schneller als der, aber ich will es eigentlich nicht so drauf kommen lassen. Komm, schieb ab. Schieb ab, mein Freund. Wir behalten Details im Auge, sodass nichts an ihnen vorbeizieht. Also, wenn er jetzt nicht aus dem Raum geht und eine Ecke geht, gehe ich raus. Ich bin sowieso schneller als er. Die sind ja relativ langsam. Außer es ist so ein schnelles Sprintermodell, was so richtig schnell laufen gelernt hat. Zu lachen bedeutet... ja. Okay. Dies könnte meine Aufmerksamkeit bedürfen. Nein. Ich weiß. Wenn er jetzt kommt, dann bringe ich ihn um. Sie strapazieren meine Geduld. Das ist keine Antwort. Nein, aber das vielleicht. Und noch einer. Bam! Wisst ihr, dass ihr anstrengend seid? Sensor. So, dann können wir mal hier noch
drauf. Ja, wie gesagt, ich finde es eigentlich mal interessant, dass wir jetzt hier noch so ein bisschen angucken dürfen. Also, Autopsiebericht. Foster. Catherine. Rechtsmedizinischer Bericht. 14.11.2137. Geboren. 20.01.2089. Alter 39. Geschlecht weiblich. Herkunft. Besatzung der Anisidora. Leichnam identifiziert durch Marlo H., Captain der Anisidora. Bericht. Ermittlung durch Sebastopol Colonial Marshals Behörde. Hinweise auf Behandlung geheim. Alles geheim. Okay, da haben sie mal gefuscht. Also. Turner, hier unten in San Cristobal ist was passiert. Sperren Sie alles ab, damit niemand den Tatort stört, bis Garcia mit der Spurensicherung kommt. Das bleibt vorerst unter uns. Absolute Verschwiegenheit. Auf der Station sollte jetzt wirklich besser keine Panik ausbrechen. Und noch was, wenn ich rausfinde, wer das an Ransom weitergegeben hat, dem werde ich seine Scheißdienstmarke zu fressen geben. Er taucht auf, faselt irgendwas von Sixten Sonderrechten und hat sich das ganze Theater aus nächster Nähe anschauen können. Dies ist ein ernstes Problem. Das Letzte, was ich brauche, ist, dass dieser Ransom Schwierigkeiten macht. Waits, Ende. Ah, ich glaube, er hat Schwierigkeiten gemacht. Oder hier noch anscheinend drüben rumlaufen. Was mir eigentlich nicht ganz so gefällt. Dürfen wir hier lang? Nein, die Tür ist verschlossen. Schade. Was sind das denn Geräusche? Hört ihr die auch? Da war bestimmt hier aus einer noch. Da haben wir einen Speicherpunkt. Da gehen wir trotzdem speichern, weil das ist sehr wichtig. Wir könnten jetzt auch noch unterwegs sterben, hat man ja gesehen. Wir hatten noch Feindkontakt, also ein Android, den ich leider beseitigen muss. Ich weiß nicht, wie ich das mit munitionstechnisch machen will. Ich habe zwar noch zwei EMP-Minen, die könnten uns... Das sieht auch so wunderschön aus. Also, es ist ja schön gemacht, dieses Spiel, aber diese Androiden und das Xenomorph. Ich hoffe mal, das war jetzt nur ein Android. Wir machen jetzt mal langsam Abgang, glaube ich. Also ganz geheuer ist mir das... Sollten wir hier lang? Ja. Vielleicht finden wir noch ein paar Materialien, wo wir uns Sachen basteln können, gegen die wir uns gegen die Androiden an. Weil ich glaube, wir werden es jetzt mit Androiden zu tun, weil wir müssen ja wieder durch diese Anlage, wo die ganzen Androiden sind, und ich will mich da eigentlich ein bisschen nicht so nackt fühlen. Ja, ich weiß, dass ich dahin muss, aber ich bin eben, das ist so. Ja gut, hier werden wir uns jetzt umgucken. Speicherpunkt. Ich weiß nicht, ob man das eigentlich machen darf, ob das so von den Entwicklern gewollt ist. Sie können ja jetzt da noch Gegenmaßnahmen bringen, zum Beispiel einen Xenomorph noch erzeugen, der dann wegballert, aber das glaube ich eher nicht, weil ich finde, das ist schon so realistisch. Wenn man sich... hier ein wenig umschauen darf. Na, da geht's nicht weiter. Und vielleicht können wir auch in diesen Raum jetzt da rein. Ja, es ist... Oh.
Ah, da kann er nicht rein. Warum nicht? Weil uns da ein Zugangscode fehlt. Vielleicht finden wir ihn ja hier noch. Man weiß es ja nicht. Ich renne jetzt mal nicht. Ich habe nämlich noch wirklich noch ein bisschen Angst, dass wir dann doch wieder was bekommen, was uns nicht gefällt. Weil ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass das Xenomorph wirklich weg sein soll. Es ist einfach, weiß ich nicht, zu simpel. So, hier konnten wir uns ja auch kaum umsehen. Haben aber auch nichts wirklich übersehen. Immer mal den Motion Tracker im Auge behalten. Ah, hier haben wir noch einen Sensor. Können wir uns jetzt schöne Sachen basteln? Ja, zum Beispiel können wir uns jetzt noch weitere EMP-Minen basteln. Es lohnt sich halt doch immer mal einen Schritt zurückgehen, bevor man einen Schritt vorgeht. Kann er uns noch eine basteln? Nein, da fehlen uns jetzt wirklich mal einmal. Ich glaube, man kann auch nur maximal drei halten, ne? Kann das sein? Ah, ne, das... Ich glaube, hier haben alles mitgenommen, was wir mitnehmen. Da liegt was. Ich habe nur eine Licht, auch wenn nur eine Lampe. Leuchtfach, okay. Will ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr anmachen, nach... Zum Beispiel, hier haben wir noch was. Noch ein Sensor, ja, haben wir gleich einen. Könnten wir hier noch was gucken? Schrott. Was haben wir da drin? Pumpkin, ja, das ist doch schon mal. Gleich mal nachladen. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keinen Schimmer, wo wir eigentlich sind. Wir müssen wieder zurückfinden, das ist immer so. Hier sind wir, dann gucken wir uns noch hier ein bisschen um. Kann er hier noch was finden, dann kann er nicht aufmachen. Gehen dann natürlich hier lang, nur runter. Oh Gott. Ich mich verjagt. Hier waren ja schon, glaube ich, drinnen. Nee, da gehe ich trotzdem nicht rein. Ich kann hier rein. Nee, die Tür noch verschlossen. Ah, da haben wir auch nichts. Gut, wir haben also gut abgeräumt. So, und er den. So. Hier waren da glaube ich drinnen. Genau mal hier rum. Was wir hier so verpasst haben, die letzten. Na gut, genau mal hier rein. Vielleicht. Oh, ich überziehe und ich sage erstmal. Ja, auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge. Alien Isolations. Tschüss.